Jahren beeinflusst Professor Hans-Joachim Schellnhuber als Berater der Bundesregierung und Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung in Berlin, kurz PIK genannt, die öffentliche Meinung in der Frage über den angeblich existenz- und lebensbedrohenden weltweiten Klimawandel. Diese filmische Dokumentation in 11 Teilen wurde erstellt, um die Widersprüche in seinen Behauptungen über den angeblich menschengemachten Klimawandel transparent zu machen und öffentlich zur Diskussion zu stellen, und überlässt es dabei dem Zuschauer selbst, diese aufgezeigten Widersprüche zu bewerten. Nach diesen beiden Kapiteln 2 und 3 erscheint es notwendig, mit diesem Zusatzkapitel auf das besondere Thema Klimamodelle ergänzend einzugehen. Motiviert auch durch das Zitat von Carsten Schwanke, damals in der Langen Nacht des Klimas im ZDF. Hören Sie nochmal. In diesen Szenarien nehmen die Klimaforscher bestimmte Annahmen an. Sie wissen ja auch nicht, wie sich die Menschheit weiterentwickelt. Und so sagen sie zum Beispiel, ab morgen gibt es keinen CO2-Ausstoß mehr und rechnen, was passiert. Oder wir machen so weiter wie bisher. Und das Interessante ist, egal welches Szenario man nimmt, in einem Punkt sind sich diese Klimamodelle einig. Es wird in den nächsten 100 Jahren auf der Erde weltweit wärmer. So, man kann solche Klimaszenarios und die willkürliche Rechenlogik, die dahinter steckt, sehr schön mit Hilfe einer Excel-Tabelle darstellen und veranschaulichen. So ein Klimaszenario besteht ja aus zig Klimafaktoren, unendlich vielen Klimafaktoren, Annahmen, wie zum Beispiel Sonnenaktivität, CO2, Einfluss der Wolken, Meere, Eis, wie Mojib Latif das ja dargestellt hatte. So, jetzt haben wir aber nur mal, um diese Rechenlogik, willkürliche Rechenlogik darzustellen, nur mal zwei Klimafaktoren herangezogen. So, wenn wir jetzt für den Klimafaktor 1 eine 1 eintragen, als Wert, und als Klimafaktor 2 ebenfalls eine 1, siehe da, es kommt 2 Grad Erwärmung raus. Sieht plausibel aus, da ja 1 plus 1 ergibt 2. So, jetzt resetten wir das System und tragen jetzt als Klimafaktor 1 eine 2 ein und als Klimafaktor 2 ebenfalls eine 2. Und siehe da, es kommt als Ergebnis 4 Grad Erwärmung raus. Sieht auch plausibel aus, weil 2 plus 2 ergibt ja 4. So, bis hierhin scheint das Klimaszenario also ordnungsgemäß zu rechnen, weil man das ja bis hierhin noch mit der Realität im Grunde prüfen kann. So, jetzt resetten wir das System wieder und geben als Klimafaktor 1 nun eine 3 ein und als Klimafaktor 2 ebenfalls eine 3 und siehe da, och, was ist das denn? Jetzt kommt nicht 6 raus, wie eigentlich rauskommen müsste, sondern 9 Grad Erwärmung. Wie kann das denn sein? Da stimmt ja wohlmöglich irgendwas mit der Rechenlogik in dem Klimamodell nicht. Also in dem Programmierungsstring stimmt wohlmöglich irgendwas nicht. Aber das merkt man normalerweise an den Klimamodellen nicht, weil man diesen Wert von 9 Grad jetzt gar nicht auf Richtigkeit überprüfen kann. Wir können jetzt das hier im Rahmen dieser Excel-Tabelle können wir prüfen, dass 3 plus 3 ja normalerweise 6 ergibt, aber jetzt 9 rauskommt. Wir können es an der Realität prüfen, dass eben irgendwas mit der Formel nicht stimmt. Aber bei Klimamodellen können Sie das nicht prüfen, weil Sie ja nicht wissen, ob das Ergebnis irgendwann mal richtig ist oder nicht. Sie können also diese Klimamodelle gar nicht auf Richtigkeit überprüfen, wie es eigentlich notwendig wäre. So, aber das ist nur eine Seite der Medaille. Es gibt noch ein weiteres Problem, nämlich, dazu resetten wir nochmal das System, wenn wir jetzt zum Beispiel die kühlende Wirkung der Wolken mit reinrechnen wollen, als Klimafaktor 2 zum Beispiel. Also dann nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Wert von minus 10 als kühlende Wirkung der Wolken, rechnen wir mit rein. So. Und siehe da, es kommt trotzdem wieder 2 Grad Erwärmung raus. Ja, wieso das denn? Das kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben doch jetzt einen kühlenden Faktor mit reingerechnet. Ja, das liegt daran, weil man dem CO2 als Klimafaktor 1 so eine hohe Bedeutung beimisst, dass alles andere im Grunde nebensächlich wird, wie zum Beispiel die Sonnenaktivität und die kühlende Wirkung der Wolken. Ich könnte jetzt auch minus 30 eintragen. Es kommt immer 2 Grad Erwärmung raus.
Jetzt könnte man noch ein drittes Szenario machen und sagen, wir vermindern jetzt den CO2-Ausstoß, dann müsste ja auch eine kühlende Wirkung oder beziehungsweise die Erderwärmung sich verringern, wenn wir jetzt nicht einen Faktor 1, sondern hier als Klimafaktor 1 jetzt auch minus 10 eintragen, um eben die Verminderung von CO2 darzustellen. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Siehe da, es kommt wieder eine Erwärmung raus. Wir können eintragen, was wir wollen. Es kommt immer 2 Grad Erwärmung raus. So, das ist eben genau der Satz, den Carsten Schwanke gesagt hatte, als er über die Klimaszenarios berichtet hat, wo er sagte, es kommt immer eine globale Erwärmung raus, egal welches Szenario wir uns anschauen. Und das Interessante ist, egal welches Szenario man nimmt, in einem Punkt sind sich diese Klimamodelle einig. Es wird in den nächsten 100 Jahren auf der Erde weltweit wärmer. Jedes Szenario weist immer eine globale Erwärmung aus. Und dieses Excel-Beispiel dokumentiert eben diese Willkür dieser Klimaszenarios, weil eben CO2 einer Bedeutung beigemessen wird, die womöglich gar nicht diese Bedeutung hat. So, wenn jetzt der Klimaforscher Jochem Marotzke im Februar 2012 im ZDF behauptet hat, natürliche Einflüsse auf die Klimaerwärmung wie die Aktivitäten der Sonne haben die Wissenschaftler in ihren Berechnungen berücksichtigt. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass ein weiterer Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu einer deutlichen Erwärmung führen wird. Dann verschweigt uns ja Marotzke, mit welchem Wert und mit welchem Faktor er denn die kühlenden Wirkungen der Wolken und der Sonne mit in seinem Klimaszenario reingerechnet hat. Er sagt ja nur, dass er es berücksichtigt hat, aber nicht mit welchem Wert und mit welchem Faktor. Das ist der Trick. So erklären sich dann auch folgende Zitate von Jochem Marotzke. Nach unseren ersten Berechnungen müsste es in den kommenden Jahren sprunghaft wärmer werden. Aber wir trauen dieser Prognose nicht über den Weg, denn die Simulation hätte auch den derzeit herrschenden Stillstand beim Temperaturanstieg vorhersagen müssen, was nicht gelang. Klimaexperten sind ratlos. Von den 70ern bis Ende der 90er stieg die globale Durchschnittstemperatur steil an. Seit Anfang des neuen Jahrtausends ist auf einmal Pause. Der Hamburger Klimaforscher Jochem Marotzke gibt zu, es ist nicht zu leugnen, dass dies bei uns Klimaforschern eines der heißesten Themen ist. Wir wissen nicht so recht, warum sich diese Stagnation gerade abspielt. Kollegen vermuten, die Stagnation könne mit der zurzeit etwas schwächelnden Sonne zusammenhängen. Andere sehen Strömungen als Ursache, die kaltes Meerwasser im Pazifik aufsteigen lassen. So veröffentlichte im April 2006 das Umweltbundesamt eine Meldung, dass die mittlere Temperatur in Deutschland bereits im Jahr 2050 um fast 2,6 Grad ansteigen könnte. Völliger Humbug. Die Daten stammten von renommierten Max-Planck-Institut in Hamburg, das dafür 60.000 Rechenstunden auf einem der größten Computer in Europa verschlungen hatte. Der Fehler lag offenbar in der Berechnung der Regenmengen. Damit die Großrechner rechtzeitig zum Abgabetermin fertig werden, wurde die Simulation einfach schneller durchgeführt als ursprünglich geplant. Dabei führte ein kleines technisches Detail zum Fehler. Notwendige Anpassungen wurden offenbar nicht vorgenommen. Darüber hinaus hat das Umweltbundesamt wohl auch vorschnell veröffentlicht. Die fehlerhaften Ergebnisse mussten nachträglich korrigiert werden. Es gibt so ein kleines Beispiel, was ich mal sehr beeindruckend finde. Als hier vor mehreren Jahren ein Orkan die schleswig-holsteinische Küste getroffen hat, wo der Deutsche Wetterdienst nicht gewarnt hatte. Und eigentlich ist es deshalb passiert, weil eine Klimasonde vor der Küste von Labrador ausgefallen war, für eine einzige Stunde nur. Das heißt, diesen einen Messwert haben die Wetterleute hier in Deutschland nicht gehabt und haben deshalb vorausgesehen, dass oder vorhergesagt, dass dieser ganze Sturm weiter im Norden vorbeiläuft. Das heißt, wenn jetzt schon eine einzige Messung dazu führt, dass man hier einen ganzen Orkan falsch voraus, den Kurs eines Orkans voraussieht, dann bin ich ein bisschen vorsichtig mit solchen Prognosen. Und vor allen Dingen das Problem ist, die Erde ist ein viel, viel komplizierteres System. Es spielen so viele Sachen rein, die wir uns vielleicht jetzt noch gar nicht vorstellen können.